Es ist ja Huset Jong. Willkommen zu noch einer Edition von East TV. Ich bin hier im Busch und ich bin mit meinem guten Mat Elvis. Jetzt nicht Elvis Presley oder so. Elvis, what is your surname? Hamasep. Hamasep, okay, das ist der Elvis aus Namibia hier. Heute bin ich mit meinem Buschmann Berg. Ich war damals auch, als ich ein kleiner Junge war, war ich auch viel im Busch unterwegs und habe ganz viel Zeug gemacht. Das werde ich euch noch nachher erklären oder in den nächsten Folgen, die kommen. Heute machen Elvis und ich aber ein Feuer. Wir zeigen euch, wie man ein Feuer mit Stöcke und so weiter macht. So, bleibt eingeschaltet, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich packe erstmal meinen Buschmann-Sack. Ich zeige euch mal kurz ein bisschen, was ich hier drin habe. Pfeil und Bogen, obviously. Hier haben wir so einen Stock, dass wenn eine Schlange kommt oder sowas, was ihr nennt, dann die Schlange, ne? Hauen kannst, ne? For the snake, ne? Yes. Ja, this one. Und dann habe ich mir noch so ein paar. Check these shoes, I made myself. Das sind heißen Cappucci. How do you call them? I only know it was Cappucci. This we don't have the name for, we call them only Haros. 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 Also ich habe die damals Cappucci genannt, aber die heißen. And by the con we say Toa. 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 Ah, okay. Okay, das sind diese ganzen vielen Klicklaute. Die schreibt man, heutzutage kennst du die als Hashtags. Das ist, wo man schreibt dann, was? Toa. 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 Da gibt es ganz viele tausende verschiedene Klicklaute. Aber anyways, wir wollen ja heute ein Feuer machen. Und ein Feuer macht man mit zwei verschiedenen Stöcken. Der eine Stock ist dieser Stock hier, das ist ein hartes Holz. What wood is this one? The strong one. This is now called Aump. 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 Servier? Aump. Aump. Das ist, muss ein hartes Holz sein. Und das andere ist ein Stock, der ist ein bisschen weicher. Dann wird dann so ein Loch da reingemacht. Ich kenne das nur als Ahnenholz. Idiot. Horop. 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 By traditional name. Traditional name. Yes, that is now it. Horop. Horop. The clicks were difficult yeah, for you. Yeah, I know. Because how many Horop. Clicks are there? Like five. Five clicks, ne? Five of them. One more time, please. Wait, das war? Okay. Da sind fünf verschiedene Klicklaute in der Buschmannsprache, ne? Und hier sind sie. Na, 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 na. Shh. I only know na. Na. Ah, we have five of them. Ja, ja, ja. Also, den einzigsten von den fünf, den ich kenne, ist der na. Das ist, wenn etwas gut ist, ne? Ist na. Ist sharp. I don't know if they say it in the... That is now the only the street things. Street, yeah. Things. Then yeah. How can I say, if I say by the ta, you can use, take this. Hey, I'm not stepping okay, you, okay. Then I say, it's put in, then you say ta. Ah, you put. Okay, das ist, wenn man jemanden was gibt, dann sagt man... And na, you can say he. Oh, he. Yeah. Nah. Nah. It's two. Two? Two, okay. Nah and nah, I use them. And nah. Nah. That one is now say. I want the words that I will explain. Yeah. The nah, I can say. I'm walk. Okay. Which two are left now? Ah, don't worry, there are too many, Jung. Okay, also, sag mal, also wie man merkt, ich glaube, er ist auch ein bisschen durcheinander geworden, gerade weil das so viele sind, aber er kennt sich ziemlich gut aus. Jetzt sind wir aber schon bei der Sprache und ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man Feuer macht. And, so. And, okay. Okay. Clicks are stopped. Yeah, we stop because I see you also get confused. Yeah, if I do it only with a pen, yeah, that's the time I that I remember which ones I use. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, wir machen jetzt Feuer mitten im Busch von Namibia und Elvis geht uns zeigen, wie das geht. Ich werde aber auch ein bisschen probieren. Ich habe das vor 10 Jahren mal versucht, nicht hingekriegt, aber heute werde ich es wieder probieren. Okay, Elvis, what else do we need, man? Was brauchen wir noch? These two sticks, ne? That's all we need to make the fire. Yes. Okay, and this one also here? What is this? This one is now the grass. The if you roll there, yeah. the ass must coming down and it can make a bundle here. Yes. That is the one who make the fire.
That is now the rule that we have, the grass always under. Ah, okay, that's why. So, der macht das Gras extra da drunter und hier schneidet er so eine Kerbe rein, wie man sehen kann, damit alles, was hier drin heiß wird von diesem Holz, kommt dann da rein. Und dann wird das, hier könnte das anfangen dann zu brennen. Okay, komm uns drei. Okay, wir machen aber eine neue Kerbe. So, man kann sogar schon sehen hier, es fängt schon langsam an zu rauchen. Und da ist so ein kleines Zeug. Ah, Elvis! Hey, komm! Ist hier noch alright? So, man kann sehen. Ja, das, also wenn ihr mal, sag mal, kein Lighter zu Hause habt oder ihr wollt unbedingt eine Zigarette anstecken, das ist auch eine andere Art, wie man das machen könnte. Ist aber ein bisschen anstrengend. Aber das riecht schon, man kann richtig riechen, da ist, kommt was. Wirklich anstrengend, also der Ah, you can also help me, I guess, no more. Muck, ja. Okay. Ihr müsst ein bisschen vorne. Noch ein bisschen aufhören. Noch ein bisschen aufhören, ne? Ah. Man soll auch ganz bis unten gehen. Wir brauchen halt so viel wie möglich von diesem Zeug hier. Like you see the smoke coming out, yeah, you can go move quickly. Okay. Quickly. Boah, ist das anstrengend. Meine Fresse, das ist anstrengend. Okay, Elvis. Quickly. Okay, ja, dumm. Okay. Ah, guck mal, wie rot meine Hände sind. Aua. I feel it's out other side. Out other side. Yes. We broke the stick. Okay. You can keep it together. Okay. Like this, okay. No? Jetzt muss man richtig pusten, damit er. You can blow a little bit. Wir haben einen großen gehabt. Hey! Out! We lost. Hei, das war ein bisschen schwierig. Aber guck mal, was wir gemacht haben. Er hat wirklich gauer uitgestekt. Ja, ne? Das ist die Problem. Und darum hat die Ball mooi uitgefallen. Okay. Das passiert natürlich auch. Wir hätten. Der Stock war ein bisschen dünn und wir waren sehr schnell mit dem durch. Okay, es wird schon schwarz. Also officially haben wir eigentlich ein bisschen Feuer gekriegt, aber wir haben jetzt nicht kein großes Feuer hier gestartet. Man sollte, denke ich, mal ein bisschen dickere Sticks nehmen. Uns wurde der dick innere Fahrt hätten. Ich nehme das Biggie klein. Hä? Was denke ich? Mein neues Much. Okay, das war's bei East TV. Wir haben es nicht ganz hingekriegt. Das, ich habe trotzdem Elvis, ein Professional Bushman, habe ich hier. Ja, wir versuchen das nächstes Mal. Wie ihr sehen könnt, meine Hände sind auch richtig. Also hier, guck mal, hier, guck mal diese Blasen an hier. Das ist richtig. Und das nur von so ein bisschen Feuer machen. Da würde ich mal nur sagen, Mann, geht es uns gut heute mit so einem Leiter. Also respektet Feuer, wenn ihr Feuer irgendwo seht, weil es ist nicht so einfach, Feuer zu machen. Danke, dass ihr reingecheckt habt bei East TV. Elvis, bei danke. Ne? Ja. Elvis wird euch jetzt auf Wiedersehen sagen in der Buschmann-Sprache. Sehen wir? Ein Test auf Habakam Nimugu. I like it, man. I like it. Bis nächstes Mal bei East TV. Yes, ja. Yeah.